Guten Morgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Traders Podcast. Heute schauen wir uns mal ein ganz, wenn Sie wollen, ganz einfaches Bild an, gar nicht kompliziert, aber wie ich finde, doch recht aussagekräftig und auch recht spannend, denn wir schauen uns einfach mal so eine Art Trendbetrachtung an von den großen Märkten. Ich habe mal mitgebracht den S&P 500 hier oben, dann hier haben wir den Russell 2000 und den Nasdaq Index, also der Blue Chips Index, der Nebenwerteindex Russell 2000, 200 Titel. Und hier der Technologieindex, der steht natürlich so eher für das Thema Risiko on oder off. Die Blue Chips eher für Sicherheit, für Safety. Und die Russell 2000, der Russell 2000 steht für Nebenwerte, für kleinere Nebentitel, also auch was mit Risiko, wo man also etwas risikofreudiger sein muss als ein Investor in Blue Chip Aktien. Aber vor allem steht der Russell 2000 für Marktbreite, für Breite. Weil im Russell 2000 sind, wie der Name schon sagt, 2000 Titel, gleiche Gewichtung drin. Und was Sie hier die blaue Linie sehen, das ist nichts anderes als die 200-Tage-Linie. 200 Tage, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist nichts anderes als der kleine Durchschnitt der letzten 200 Tage. Sind die Märkte überhalb der 200-Tage-Linie, dann spricht man allgemein von einem Aufwärtstrend, wenn sie drunter sind, von einem Abwärtstrend. Das ist eine ganz einfache Anwendung von so einem 200-Tage-Durchschnitt. Was mir aufgefallen ist, der Russell 2000, die Marktbreite, mit den anderen Worten gesprochen, der hat nicht nur getestet, die 200-Tage-Linie hier und dann hier nochmal, der ist jetzt durchgefallen gestern. Das ist für mich ein Alarmsignal, denn das bedeutet, dass die Marktbreite jetzt doch schwächelt und doch etwas deutlicher zurückgeht als befürchtet, vermutet, wie immer Sie das nennen möchten. Auch die Nasdaq nähert sich langsamen Schrittes der 200-Tage-Linie wieder an. Denn sie hat es nicht geschafft, hier zu testen, hier nochmal zu testen, dann nach oben zu laufen. Nee, sie nähert sich der 200-Tage-Linie wieder an. Wenn die Nasdaq jetzt auch unter die 200-Tage-Linie fällt, dann ist der breite US-Markt einfach im definitionsgemäß jetzt Abwärtstrend und dann wird es auch nicht lange dauern, bis die Blue Chips hinterherziehen. Also was ich Ihnen mit der Folie einfach zeigen will oder mit dem Bild einfach zeigen will, Vorsicht, sollte sich dieses Signal hier beim Russell 2000 bestätigen, noch gibt es kein Gegensignal, dann stehen den Märkten möglicherweise schwierigere Zeiten bevor. Bitte achten Sie auch auf die Nasdaq. Wenn auch die Nasdaq durch die 200-Tage-Linie fallen sollte, würde ich ganz persönlich meine Aktien entweder sehr aggressiv absichern mit Stoppkursen oder ich würde zumindest mal einen Großteil der Aktienpositionen realisieren. Sell in main, go away, Stichwort. Hierzu übrigens mein Webinar. Ich weiß es, ich habe es lange angekündigt. Ich habe es auch aufgenommen. Leider ist die Tonspur nicht aufgenommen worden. Ich muss mich also am Wochenende hinsetzen und muss das dann wieder neu aufnehmen. Aber Sie bekommen in den nächsten Tagen dieses Webinar mit Ton von mir zur Verfügung gestellt. Anders macht es auch keinen Sinn. Und das können Sie dann auf YouTube abrufen, wenn Sie möchten. Also, das die Trendbetrachtung, die Marktbreitebetrachtung der US-Börsen, logisch wird sich das auch auf die europäischen und natürlich auch auf den deutschen Markt auswirken. Also insofern, be aware of the bear, würde ich mal sagen. Also hüte dich vor den Bären. Der Russell mahnt zumindest zur Vorsicht die letzten Tage. Und die Nasdaq sieht ebenfalls gefährlich aus. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Bis dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Happy Trading vor allem. Und bis dann, Ihr Heiko Seibel. Tschüss.